Herzlich willkommen an alle zu unserem heutigen Webinar Traumatische Geschichte nachhaltiger Frieden. Herzlich willkommen auch an dich, Tijan, Danke. dass du die Zeit genommen hast, heute uns was zu erzählen zu dem Thema. Das Webinar wird ausgerichtet vom Bund für soziale Verteidigung. Wir verstehen uns als Fachverband der Deutschen Friedensbewegung und beschäftigen uns hier im Rahmen von dem Bildungsprojekt Share Peace mit Querverbindungen zwischen Friedensarbeit und nachhaltiger Entwicklung. Also wir stellen die Frage, was trägt eigentlich Friedensarbeit zu nachhaltiger Entwicklung bei? Und auf der anderen Seite auch, welchen Einfluss hat nachhaltige Entwicklung auch auf Frieden? Ich wünsche ein spannendes Webinar und eine gute Diskussion im Anschluss. Tijan, an dich. Vielen Dank, Christian. Also heute geht es um traumatische Geschichte und nachhaltiger Frieden. Also ist es wirklich möglich, nach so traumatischer Geschichten, ob also wirklich nachhaltiger Frieden erreichbar ist. Erst einmal bin ich Tijan Lamboy. Ich bin in Sierra Leone geboren und dort aufgewachsen. 2008 nach Deutschland gekommen. Also ich habe den Krieg in Sierra Leone erlebt und also alles gesehen. Also jetzt seit März arbeite ich bei der BSV, also Bund für soziale Verteidigung, als Bildungsreferent für das Projekt. Das Projekt, was wir machen wollen, also heißt eigentlich Stark gegen Diskriminierung und Gewalt. Und wir wollen so Workshop, also Selbstermächtigungsworkshop in ganz Deutschland, also mit migrantischen Menschen, also dazu gehören POCs, also People of Color, schwarze Menschen, aber auch also Migranten. Sehr wichtig nochmal ist, also für uns sind also Menschen, die auf der Flucht sind. Also wir wollen diesen Workshop gegen rechte Gewalt machen. Genau, soweit. Also das Bild, was hier so steht, Entschuldigung, was Tijan, ihr noch eine seht, ganz kurze also, hallo? Unterbrechung. Tut mir leid. Ja? Genau, es gibt noch technische Probleme mit bei einer Teilnehmerin. Manchmal ist es oben neben der Adressleiste, ist es manchmal möglich, auf dieses Mikrofonsymbol zu klicken, beziehungsweise auf das Audiosymbol und dort auf Annehmen zu klicken. Sonst weiß ich nicht, woran es liegt, dass Sie nichts hören. Also am Browser liegt es nicht. Eigentlich müssten Firefox und Internet Explorer und Safari müssten, und auch Chrome müssten eigentlich funktionieren. Aber für manche funktioniert das, wenn ich das hier lese. Also es funktioniert ganz gut. Chrome Okay, funktioniert. Ja, jetzt okay. sind alle dabei. Super, perfekt. Dann zurück zu dir, Okay. Tejan. Okay, super. Ja, ich war gerade dabei, von diesem Bild hier zu reden. Also ist ein Bild, was mich sehr bewegt. Also das ist eine Vorstellung von einem sierra-leonischen Künstler von Versöhnung, ja, was aber auch um Vergeben geht, ja. Es steht so in einem Park, in einem historischen Park mit Motiven in der Hauptstadt in Freetown. Also jedes Mal, wenn ich das sehe, bin ich so sehr, sehr bewegt. Und man sieht da so einen jungen Mann, der so um Vergebung bittet. Also da ist ein amputierter Mensch, vielleicht ein Führer, so ein Paramount Chief. Und der gehört zu dieser Dorf. Also die anderen schauen so wirklich also faszinierend. Aber ja, lass uns weiter.
Heute gibt es also drei verschiedene, über die ich reden wollte. Also erst einmal will ich ein bisschen in die Geschichte gehen, also über Versklavung, also Kolonialismus und der Krieg in Sierra Leone reden. Also das habe ich jetzt hier als Generationenkette von Gewalt und Trauma genannt. Und dann ein Schritt weiter gehen wir in die Vergangenheitsaufarbeitung. Also erst einmal auf internationaler Ebene über die Wahrheits- und Versöhnungskommission, also TRC, also Truth and Reconciliation Commission. Und dann gab auch ein Sondergericht für Sierra Leone, also SCSL, also Special Court für Sierra Leone. Und noch wichtiger, ein Schritt weiter, schauen wir die lokale Initiativen. Also erstmal so eine Decentralized Memorial Project, wo ich auch mitgemacht habe. Und dann ein zweiter, also Fambu Talk, was auf Creo ist, also Creo ist eine Lingua Franca in Sierra Leone. Fambu Talk heißt eigentlich, also Familienreden, wir reden als eine Familie. Also Sierra Leone liegt, wie man das hier sieht, in West-Westafrika, also mit Grenze mit im Norden mit Guinea und dann hier im Süden mit Liberia. Sierra Leone hat fast 8 Millionen Einwohner, war eine britische Kolonie und 1961 wurde das Land unabhängig von britischer Herrschaft. Okay, also Versklavung, also was eine sehr schwierige Geschichte ist. Also in Sierra Leone gibt es so eine Insel, also was Bones Island heißt. Also Bones Island liegt so circa 30 Kilometer von der Hauptstadt Freetown entfernt. Und 1670 gründete eine britische Firma, was heißt die Sierra Leoneische, also Sierra Leone Company, eine fast, also Sklavenhandelsgesellschaft dort. Also ich schreibe das jetzt so in Anführungszeichen, weil also für mich es geht um Versklaven, also Menschen sind nicht Sklaven, sondern die wurden versklavt. Also zwischen 1670 und 1807 wurden circa so 50.000 Menschen versklavt und über den Atlantik nach Amerika verschifft. Also das Bild hier, was man sieht, also so viele Menschen sind durchgetrieben worden, also the door of no return und dann nach Amerika verschifft als Versklavten. Und das hier ist dieser Insel, also Bones Insel. Also wichtig zu wissen ist die Verbindung zwischen Versklavung, also Gewalt, Armut und Trauma. Und es gibt schon wissenschaftliche Artikel, die sagen, dass die ärmsten und gewalttätigsten Gebiete des Kontinents Afrika sind jenen, aus denen die meisten Sklaven oder Versklavten kamen. Also Sierra Leone ist ein sehr, sehr guter Beispiel davon. Also hier gibt es einen Link zu diesem Artikel, was wir dann später an alle, die hier heute mitmachen, verschicken. Nochmal ein sehr wichtiger Punkt ist, also der Kontinent Afrika leidet bis heute unter den Spätfolgen der Versklavenjagd, die im 14. Jahr bis 19. Jahrhundert stattgefunden hat. Also da gibt auch dieser Artikel, was man lesen kann. Und nochmal, Sierra Leone ist ein sehr, sehr guter Beispiel dafür. Also ein Land, was wirklich sehr reich ist. Also wir haben so viele Ressourcen, Gold, Diamanten, so weiter, wirklich alles. Aber durch, also diese ständige Ausbeutung und so weiter, ist das Land jetzt so eins der ärmsten der Welt. Kolonialismus, 1787 bis 18.000 Jahre, also Tausende, und ehemalige Versklavten aus Jamaika
Also England, Kanada wurden nach Sierra Leone umgesiedelt. Das war so ein Projekt von sogenannten britischen Philanthropen, die diese ehemaligen Versklavten irgendwo zu ihrer Heimat oder woher die kommen, nochmal schicken, dass die da ihr Leben weiterführen können. Und das Projekt damals heißt also the Province of Freedom. Aber das war auch sehr interessant, weil also in heutiger Freetown, wo diese ehemalige Versklavung gebracht wurden, leben auch lokale Menschen, leben auch Bevölkerung. Also die waren, viele waren nicht einverstanden, dass diese Menschen so auf einmal da verschickt wurden. Und es gab also viele Auseinandersetzungen, also gewaltsame Konflikte, was auch, also klar, also die kolonialistische Herrschaften haben die Macht, das irgendwie unter Kontrolle zu bringen. Aber da werden auch so viele Menschen gestorben und so weiter. 1808 wurde das Land offiziell eine britische Kolonie, also eine Crown Colony genannt. Von 1808 bis 1961, als das Land unabhängig wurde, also unabhängig, weil, also ich denke, dass bis heute ist ein Land bisher nicht unabhängig ist, ja, aber das ist eine andere Geschichte, gab es so viele gewalttätige Konflikte, also Widerstände gegen die britische Herrschaft und die Politik von Teilen und Herrschen. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist das sogenannte Hot Tax War. Das habe ich so in der Schule gelernt, dass das ein Hot Tax War war, also dass die Leute wollen keine Steuer bezahlen. Aber das war eine sehr koloniale Perspektive, weil für mich, als ich später das lernte, habe ich herausgefunden, dass das einfach ein Widerstand gegen Kolonialismus war. Also die Leute haben das verweigert. Also warum sollen wir jetzt auf einmal an Leute, die zu uns gekommen, also Steuer zahlen? Also wir hatten das früher unter uns selbst gemacht. Also das war wirklich schon ein Widerstand. Ja. Und klar, die kolonialen Mächte haben immer so die Macht und wieder das unter Kontrolle. Also die Führer wurden also festgenommen und zum ersten Mal ins Land wurden so 98 Leute hingerichtet, was sehr gewalttätig war. Und in der Wahrheits- und Versöhnungskommissionsbericht steht da was zum Kolonialismus und ich zitiere das hier jetzt einfach mal. Also die Auswirkungen des, also der kolonialen Strategie beeinflussen den Zugang zur Bildung für Generationen und definierten sozialen, politischen und wirtschaftlichen Fortschritt oder Rückschritt für die gesamte Bevölkerung. Noch wichtiger, also sie führten zu tiefen ethnischen und regionalen Ressentiment. Also der Krieg hat dann 91, also 23. März angefangen, also in 11 Jahren, also offiziell 2002 beendet. Und in 11 Jahren sterben über 50.000 Menschen. Es gab also Massenamputationen, also Vergewaltigung und so weiter. Wirklich ein sehr gewalttätiger Krieg. Also ich verstehe immer noch heute nicht, was da passiert ist, weil, also ich kenne das Land ganz gut. Also ich kenne die Leute. Klar, früher haben wir auch so Auseinandersetzungen, Konflikte und so weiter. Aber so eine Gewalt auszuüben, war das wirklich sehr extrem. Das verstehe ich immer noch nicht so ganz genau, was da passiert ist. Ja, um diese ganze Gewalt irgendwie zu thematisieren, gab es also zwischen 2002 und 2004 eine Wahrheits- und Versöhnungskommission, was eigentlich nach dem südafrikanischen Vorbild, also
gerichtet ist. Und also das Mandat war, um die Straflosigkeit anzugehen, den Kreislauf der Gewalt zu durchbrechen, sowohl den Opfer als auch den Täter von Menschenrechtsverletzungen in Form zu bieten, ein Forum zu bieten, ihre Geschichte zu erzählen, sich ein klares Bild von der Vergangenheit zu machen, um eine echte Heilung und Versöhnung zu ermöglichen. Tejan, es gab gerade eine kleine Zwischenfrage noch, ja. Wo, glaube ich, Verständnisfrage war, welche Bedeutung Amputation in dieser Kriegsführung hatten. Genau, also das, darüber wollte ich später reden. Also es gab so während des Krieges also eine Konferenz in der Hauptstadt in Freetown, wo die zivile Gesellschaft hat eine Entscheidung getroffen, dass also als Land sollen wir erst einmal einen Wahlkampf organisieren, bevor wir Frieden erreichen. Also ja. Und also die Revolutionary United Front, also eine Fraktion vom Krieg, waren total unzufrieden, weil die haben gesagt, wir sollen erst einmal Frieden schaffen. Also wir sollen erst einmal miteinander sitzen und darüber reden, Frieden zu erreichen, bevor wir einen Wahlkampf organisieren. Also die waren total unzufrieden. Dann haben die angefangen, also die Hände zu amputieren, weil die gesagt haben, ihr könnt nur wählen, wenn ihr Hände haben. Also so hat das angefangen. Und dann, es hat sich dann so weiter und weiter verbreitet. Dankeschön. Okay. Also die Truth and Reconciliation Commission hat also 7 Kommissarinnen, also 4 Männer und 3 Frauen, also für nationale, aber sowohl auch internationale. Und es gab so 2 Phasen, also ein landesweiter Prozess, wo also Zeugen werden gehört, die haben ihre Erfahrungen alles erzählt. Dann eine zweite Phase, was an so eine öffentliche Anhörung geht. Also die Täter, aber auch die Opfer haben erzählt, was sie also erlebt haben. Und die Täter haben dann so eine Vergebung, also Forgiveness gebetet. Also am Ende gab ein Bericht von der Wahrheits- und Versöhnungskommission. Und die Kriegsursache war, also laut nach dieser Bericht, Jahre der schlechten Regierungsführung, also Korruption, aber auch die Verweigerung grundlegender Menschenrechte. Was mich ein bisschen so stört, ist, dass also diese andere gewalttätige Ereignisse, also Versklavung, aber auch Kolonialismus, werden nicht so explizit da genannt als Kriegsursache. Und ich denke, es gibt eine sehr direkte also Verbindung zwischen diesen ganzen Ereignissen. Aber obwohl es steht im Bericht, also in der allgemeinen Sektion, also wir haben auch von der Vergangenheit die Geschichte von Versklavung und Kolonialismus erzählt, aber das wurde nicht als Kriegsursache genannt. Und meiner Meinung nach ist es auch eine Kriegsursache. Die Truth and Reconciliation Report hat auch so Empfehlungen. Also eine ist eine Einrichtung von Menschenrechtskommission und heute gibt es eine Menschenrechtskommission in Sierra Leone, was ich super gut finde und die machen auch eine sehr gute Arbeit. Ich arbeite zum Beispiel mit einer Gruppe von ehemaligen Asylanten in Europa, also viele aus Deutschland, Amerika und anderen Ländern, die nach Sierra Leone abgeschoben wurden, die auch viel Gewalt erlebt haben, also hier in Europa oder Amerika, aber auch in Sierra Leone. Also die wurden stigmatisiert und diskriminiert, auch wenn die in Sierra Leone sind, weil viele denken, wenn du in Europa bist, also würdest du ganz schnell reich. Also diese, was ich auch als koloniale Denkmuster nenne, ja,
dass in Europa oder White Man's Land ist alles super und so weiter, was auch mit der Vergangenheit zu tun hat. Also diese Menschen werden sehr diskriminiert und die versuchen jetzt zur Öffentlichkeit Arbeit zu machen und die arbeiten ganz dicht mit dieser Menschenrechtskommission. Also das finde ich ganz gut. Eine Richtung der Rechtsstaatlichkeit, well, weiß ich nicht. Einbeziehung von Jugendlichen und Frauen, also das ist auch immer noch so ein Problem. Also seit ewig Frauen in Sierra Leone kämpfen für ein 30% Quota in Decision-Making-Prozessen, also Teilhabe zu haben. Und Regierung nach Regierung, also verspricht das, aber die haben das bis jetzt nicht gemacht. Umsetzung eines Kinderrechtsgesetzes. Es gibt ja heute, was gut ist, aber die Umsetzung ist ein Problem, ganz problematisch. Und 18. Januar sollte ein nationaler Versöhnungstag sein. Ich glaube, die haben das am Anfang 2-3 Jahre hat dieser Bericht gemacht, aber sowas gibt es heute nicht mehr. Und dann ein Denkmal, so ein Peace Memorial, also darüber werde ich kurz reden, für Freetown, also der Hauptstadt. Und dann gab es einen Sondergerichtshof in Sierra Leone. Es wurde 2002 gegründet, also fast gleichzeitig wie die Truth and Reconciliation Commission, was auch für viele Leute in Sierra Leone so eine Verwirrung. Sie haben das nicht wirklich so verstanden. Also was machen diese zwei Institutionen? Also es war wirklich schwierig für viele, das zu verstehen. Also Mandat von dieser Gerichtshof war, also um schwere Verbrechen gegen Zivilisten anzugehen. Also es gibt Verurteilungen, also der Prozess ist in Freetown, der Hauptstadt, stattgefunden. Und also die Verurteilungen waren für also Vergewaltigung als Kriegswerfer, also Missbrauch von Kindern als Soldaten, Entführung und Massenmord, aber für alle diese Massenamputation, was dort stattgefunden ist. Und es gibt jetzt schon Haftstrafen, also 7 ehemalige Kommandeure befinden sich derzeit in Ruanda im Gefängnis. Aber auch, was auch ein sehr history-making Moment war, Charles Taylor, der ehemalige Präsident von Liberia, der die Rebellen in Sierra Leone unterstützt hatte, also für Diamanten, ist auch jetzt im Gefängnis in England. Also der wurde, also ich glaube, der muss da im nächsten 50 Jahre oder so sein. Ja, also was passiert dann nach dieser Versöhnungskommission und Sondergerichtshof? Die beiden waren sehr international. Zu früh nach dem Krieg, also die Menschen haben damals andere existenzielle Probleme überhaupt zu überleben. Also Krieg war 2002 offiziell beendet und dann 2002 fangen diese Prozesse. Und das war wirklich zu früh. Viele Menschen haben andere Probleme. Die wollen das erste Mal thematisieren. Also das war wirklich sehr problematisch. Und es kam auch so mit großem internationalen Interesse. Ja. Und ich glaube, die Regierung ist auch sehr abhängig von diese ganze internationale Institution, also die Donor Community und so weiter. Und die konnten jetzt nicht sagen, nein, also das ist zu früh, wir sollen erstmal warten und andere Sachen kümmern und so weiter. Aber ja, das war so und es war alles zu schnell. Und es dauert auch nur so wenigen Jahren. Ich denke, eine nachhaltige Vergangenheitsaufarbeitung musste so sehr langsam, kontinuierlich und so weiter sein. Um diese Lücke irgendwie zu befüllen, wenn ich das so jetzt formuliere, gab es also lokale Initiativen. Und über die will ich jetzt so berichten.
In Sierra Leone also gibt es so Entschuldigung. Sehr wichtige Symbole und Dinge, die von Generation zu Generation zu Konfliktbewältigung verwendet werden, wie zum Beispiel Bäume. Also viele Leute abends in ihren Dörfern sitzen so unter einem Baum und die reden, was in der Gesellschaft passiert ist, was in den Dörfern passiert ist. Also da werden auch so manche Entscheidungen getroffen. Also das heißt, dass Bäume sind sehr, sehr wichtig. Also Steine auch, also in so einem Land mit so vielen Ressourcen, also wie Diamanten, sind Steine also ein Symbol für was Wichtiges. Und Leute nutzen das auch, wenn die irgendwelche Probleme haben. Oder Skulpturen, aber auch also Sprichwörter. Also in Krio gibt es so viele Sprichwörter, was irgendwie den Alltag also einleitet, ja. Und die Leute glauben wirklich an diese Sprichwörter. Also die Frage ist, also wie konnte diese genutzt werden, um Frieden und Versöhnung zu erreichen? Aber eine zweite Frage dazu ist, ist das ein Ziel oder soll es ein Prozess sein, der im Alltag, also Alltagsleben verankert ist? Also vielleicht nachher können wir darüber ein bisschen mehr austauschen. Also gerne auch andere Erfahrungen. Also zum ersten Mal will ich über das Decentralized Memorial Projekt reden. Also ich war auch Teil dieses Projekts. Wir waren so vier Leute, also zwei Sierra Leone, ich und ein anderer und zwei Deutsche. In der CLC, wie ich schon gesagt habe, gab es eine Empfehlung für ein Denkmal, also ein Peace Memorial, was aber in Freetown in der Hauptstadt sein sollte, ja. Und es gab dann so eine internationale Wettbewerb, was wir in der Memorial Working Group gewonnen haben für die Gestaltung, also von dieser Peace Memorial. Aber wir aus unserer eigenen Initiative, also wollten wir das nicht nur in Freetown haben, also weil 11 Jahren ist, hat dieser Krieg gedauert und also ich glaube 8, 9 Jahre war also der Krieg in andere Orten also des Landes, also nicht in Freetown. Das heißt, wenn man jetzt auf einmal diese Peace Memorial in Freetown hat, dann die anderen Ecken, also gab nicht, also aber für uns war das sehr wichtig, so diese Memorial irgendwie zu dezentralisieren. Das heißt, wir haben so also Gedenkstätte in 4 weiteren Städte eingerichtet. Also erste Mal hatten wir so eine Consultative Meeting, wo also ich dabei war, um den Leuten zu erzählen, was unsere Ideen waren. Und dass zum Beispiel, weil so Bäume in Sierra Leone so sehr wichtig sind, können die einen Baum pflanzen, aber auch einen Baum, was schon existiert ist, nutzen, um eine, also ein Space, ein Gedenkmal zu gestalten. Und das finden die ganz gut. Ja, die können sich also identifizieren. Die haben das gesagt. Ja, das ist sehr gut. Also, das ist für uns näher. Also, weil auch hier für uns, also Bäume sind sehr, sehr wichtig. Aber ich muss sagen, also in 3 Städten war das total okay. Aber dann war ich in Kono, also Kono ist eine Stadt im Osten, wo die ganze Diamanten sind, ja. Als ich da war, habe ich mit den Leuten geredet und habe unser Projekt vorgestellt. Dann haben die gesagt, ja, wir finden das sehr toll, aber für uns hier sind Steine sehr wichtig, ja. Und Steine bedeuten alles. Wenn wir Probleme haben, wenn wir Konflikte haben, nehmen wir Steine, wir reden mit diesen Steinen. Und wir glauben wirklich daran. Das hat auch vielleicht was mit Diamanten, was die als Steine nennen. Genau. Dann haben die da also nicht Bäume genutzt, also sondern einen Stein. Die haben so auf Stein geredet, um die
Ähnen, also die Ancestor irgendwie also zu beziehen in das Prozess. Also das hier ist ein Beispiel von einem Gedenkort in Norden des Landes, wo die, also in der Mitte hier, haben die später einen Baum gepflanzt. Tejan, es gibt gerade noch mal eine Zwischenfrage. Da ging es um die Beispiele, du hattest vorher von verschiedenen Sprichwörtern gesprochen, also ob es da welche Beispiele es da gibt. Welche Beispiele gibt es? Ja, also wir kommen noch mal dazu, wenn ich von einem anderen, also von Bamboo Talk rede. Ich kann noch ein Beispiel nennen, was ganz einfach ist. Also wir haben die Zeremonien. Und dann gab es noch eine andere Nachfrage, die ziemlich lang ist. Ich glaube, ich würde einfach mal das Mikrofon anschalten und dann könnte das Herr Dirks einfach selber stellen. Genau. Und dann gibt es auch gleich noch mal eine Frage. Ich stelle auch für Frau Becker das Mikrofon frei, dann einfach im Anschluss. Genau, wenn Sie sprechen möchten, dann müssten Sie unter dem Video, gibt es diese zwei Buttons, einmal für Kamera und einmal für Mikrofon, auf das Mikrofon klicken, dann müssten Sie eigentlich sprechen können. Okay, vielleicht, wenn Frau Becker schon kann, dann. Ja, hören Sie mich? Ja, ganz klar. Hi, danke soweit erstmal. Mich würde noch mal interessieren, welche Rolle Frauen in dem Versöhnungsprozess gespielt haben und welchen Stellenwert auch die Aufarbeitung der Verbrechen an ihnen gespielt hat oder noch spielt. Sie haben ja schon erzählt, dass das mit der Quote ein bisschen schwierig ist. Und ich kann mir vorstellen, dass es insgesamt einfach nicht nur in patriarchalischen Gesellschaften schwer ist, für Frauen da einfach ihre eigenen Rechte an der Aufarbeitung mit reinzubringen. Ja, also wie Sie das auch gesagt haben, also es ist wirklich schwierig, als Herr Lühne so auch. Also die Teilhabe von Frauen ist wirklich sehr, sehr gering. Aber wie ich schon gesagt habe, in der Truth and Reconciliation Commission. Hallo? Ja. Genau, da also, okay. Waren gerade Störgeräusche. Es war gerade so laut, okay. Waren drei Frauen also auch Kommissarin und aber auch in unserem Projekt, also was ich jetzt gerade erzähle, waren also viele Frauen in den Gemeinden, wo wir waren, sehr, sehr aktiv. Also das war auch für uns sehr, sehr wichtig. Und es waren Frauen, die sehr, sehr aktiv, die haben das wirklich so mitgemacht, viele Sachen organisiert, also unsere Meetings irgendwie auch moderiert. Und ja, also die waren sehr, sehr engagiert. Aber insgesamt würde ich sagen, also in Sierra Leone sind wir immer noch so, also weit hinten, also Teilhabe von Frauen ist immer noch sehr, sehr gering. Genau. Okay, danke. Bitte. Gab es eine andere Frage von dir? Genau, Herr Dirks, möchten Sie gerade noch? Ich könnte es uns auch vorlesen sonst. Ja? Ah ja, super. Oder Frau Dirks, ja. Frau Dirks, Maria. Entschuldigung. Kein Problem. Vielen Dank für den interessanten Vortrag. Sie hatten vorhin gesagt, dass Sie fanden, dass diese Wahrheits- und Versöhnungskommission zu früh begonnen hat. Und
Können Sie das erläutern? Ich finde die Aussage auf den ersten Moment ein bisschen schwierig, weil ich mir denke, dass es den Menschen ja auch Hoffnung gibt, wenn sie das Gefühl haben, da wird Recht gesprochen, sie werden angehört, es ist nicht alles irgendwie vergessen, was passiert ist. Und wenn keine Perspektive auf diese Aufklärung zu sehen ist, dann entmutigt das ja vielleicht auch die Menschen. Was wäre denn dann der ideale Zeitpunkt für den Beginn dieser Kommission Ihrer Meinung nach? Eine sehr gute Frage. Also, ich kann jetzt nicht sagen, dass es so um diese Zeit anfangen, aber ich erinnere mich noch, also, dass Sierra Leone ein sehr armes Land ist und, also, das Krieg hat auch viele Auswirkungen. Also, es gab Zeiten, wo viele Menschen nicht mal was zum Essen haben. Also, die konnten nicht mal einmal einen Tag in den Tag so Essen leisten, ja. Und dann kommt diese ganze Prozesse, also auch viele internationale Expertinnen, wo also man hört in das Radio, dass das kostet jetzt 200 Millionen, aber es gibt Menschen, die also nichts zum Essen haben. Klar, also wollen die auch so einen Prozess haben. Aber erst einmal, es geht um existenzielle Sachen, ja. Und das war also ganz früh. Also das Krieg ist 2002 geendet und dann 2002, also sind diese Prozesse angefangen. Und viele Menschen haben auch Angst, überhaupt also von ihrer Erfahrungen zu reden, über ihre Erfahrungen zu reden. Viele Leute, die viele Gewalt ausgeübt haben, haben auch Angst, ja. Es war schwierige Zeiten und das war meiner Meinung nach viel zu früh. Also ein paar Jahre später, sagen wir so 3, 4 Jahre später, wurde das dann also okay, ja. Und was für allen das Problem war, also diese zwei Institutionen finden das in gleicher Zeit statt und viele Leute haben das wirklich nicht verstanden. Worum geht es jetzt, ja? Und weil die irgendwie nicht also, wenn das eine Situation, wo die erste Mal so ein Projekt hatten, also ganz, also durchs Land zu gehen, um Leute zu fragen, erst einmal, was wollt ihr jetzt? Also, wie sollen wir jetzt den Prozess gestalten? Ja, dann wäre das gut, ja. Aber das kommt, also, wie ich gesagt habe, nach afrikanischem Vorbild. Und viele Leute verstehen das Prozess einfach nicht. Also meiner Meinung nach war das viel zu früh. Und das war ein Problem irgendwie. Dankeschön. Ja, genau. Also in unseren Zeremonien gab es so Theaterstücke. Also junge Leute, die im Krieg zum Beispiel geboren sind, haben also Theater gespielt, also was ihre Vorstellung, was das sein sollte, ja. Und es gab auch so Tanzaufführungen, aber auch so Testimonies, also Erzählungen von Zeuginnen, die von vielen Sachen erzählt haben, ja. Und diese 4 Zeremonien waren so sehr unterschiedlich gestaltet. Teilgenommen werden so zwischen 150 und 400 Menschen. Also jeden Alters, aber auch Herkunft. Diese Bilder zeigen jetzt so zwei Zeremonien in zwei verschiedenen Orten im Norden des Landes. Also die Besucherinnen, also Binnenbänder an die Bäume, um die Menschen zu gedenken, die sie im Krieg verloren haben. Also hier sieht man auch ein Amputierter, der dieses symbolische Baum, was sie gepflanzt haben, ein Band also gebindet hat. Also was die Leute dann gemacht haben, weil also der Baum zu klein war, es war so ein Zaun nebenan, wo die anderen Menschen, also viele Leute, ihre Bände irgendwie also gebindet haben. Und das zweite Bild war schon ein semi-erwachsener Baum und die Leute haben einfach ihre Bänder da also gebindet.
Und das war der Peace Memorial Garden in ein Ort, was Madina Tonkolimba im Norden des Landes heißt. Eine sehr wichtige Zeremonie, was wir hatten, war in einem Ort, der Kisitong heißt. Also Kisitong ist so 20 Kilometer von der Hauptstadt Freetown entfernt. Und da fand also die große Zeremonie statt, also mit religiösen, aber auch kulturellen Transtruppen, mit diversen, also Rückbesinnungen von der kolonialen Besetzung, aber auch zur Bereicherung durch den Zuzug von Kriegsgeflüchteten. Also hier in dieser Ort zum Beispiel war ein sogenannter Refugee, also Displaced Camp. So viele Leute, die geflüchtet haben innerhalb des Landes vom Krieg, also die waren da stationiert. Und es war wirklich eine sehr reiche Zeremonie. Und hier auf dieses Bild sieht man so eine Bundu Devul, also das ist so eine Frauen Geheimgesellschaft. Dieser Bundu Devul hat auch so ein Band irgendwie genommen. Also das geht auch noch weiter in eine andere Zeremonie. Also wurden die Bäume, also beziehungsweise die Denkmäler gesegnet, also durch, also Point of Libation. Also Point of Libation ist so eine Zeremonie, um die Ahnen, also die Ancestors, irgendwie in den ganzen Prozess einzubeziehen. Weil die Leute glauben, dass wenn die Ahnen nicht dabei sind, egal was man in dem Dorf, in der Gemeinde macht, also bekommt man keine positive Ergebnisse. Also das heißt, die Ahnen, also die Ancestors sollen auch dabei sein, die sollen auch also einbeziehen. Das machen die das hier auf dieses Bild. Es gab mal kurz eine Zwischenfrage, eine kurze. Genau. Stefan, kannst du? Ja, ich glaube, hört man mich? Ja. Deutlich. Okay, es ging nur darum, ob das, was du jetzt gerade erzählst, passiert das jetzt oder passiert das seit 10 Jahren oder durchgehend ja. Sozusagen oder wann passiert das? Also das ist schon lange hier. Unser Projekt war 2014, also 5, 6 Jahre hier. Ah ja, danke. Genau, ja. Aber heute nicht mehr. Heute gibt es andere also Prozesse. Wir wollen das weitermachen, aber irgendwie war das sehr schwierig. Alles kostet auch irgendwie Geld und das Geld ist schwierig zu bekommen irgendwie. Wir haben für diese 2 Zeremonien also Geld hier von einer Organisation in Frankfurt Main, also Medico International, bekommen. Und was sehr gut war. Und wir wollten eigentlich weitermachen. Und die Leute haben auch gesagt, oh, das ist ganz gut für uns. Also wir machen das unter uns selbst, also weiter irgendwie. Also was da jetzt gerade ist, ich kann nicht genau sagen. Okay. Danke. Ich will auch nochmal zu Fumble Talk kommen. Also Fumble Talk auf Krio heißt wir reden als eine Familie. Und dieser Projekt ist auch ein Krio-Sprichwort. Also jemand hat früher gefragt, ein Beispiel von einem Sprichwort. Also dieser Sprichwort heißt also, der Familienbaum wird sich biegen, aber nie brechen. Ja. Das bedeutet eigentlich, dass wir in einer Gemeinde, wir in einem Dorf, wir sind eine Familie. Wir sehen uns als eine Familie. Und als Familie haben wir auch Spannungen, Auseinandersetzungen, Schwierigkeiten. Aber das Gute ist, als Familie können wir zusammenkommen, über unsere Konflikte, über unsere Schwierigkeiten zu reden. Ja, also dadurch können wir viel zusammen schaffen,
können wir miteinander leben, ja. Also dieses Projekt bezieht wirklich so, also lokale Menschen ein, also in der Gestaltung von ihrem eigenen Justizmechanismus, also, und es nimmt auch so die lokale Bedienung, also die entsprechende lokale Bedienung. Wie ich schon gesagt habe, also Gemeinschaften sitzen als Familie um eine Bonfire, was man da auf dem Bild sieht, also zusammen, und die erzählen so Geschichte und dann fragen die nach Vergebung, also dass die Leute, also die bitten nach Vergebung. An der Stelle will ich also ein 3-minütiges Video von dieses Projekt zeigen. Es ist ein YouTube-Video, aber es gibt auch ein langer Film, was man bestellen kann. Ah, fast 4 Minuten. Ja, genau, das war so ein kurzes Video, um was es geht, also dieses Projekt, also vom Top. Entschuldigung, es gab eine Person, die hatte technische Probleme. Kannst du mal ganz kurz in 2 Worten zusammenfassen, was zu sehen war? Genau. Also die Leute sitzen in so einer Bonfire, also rum, was man da so sieht. Und dann kommt so eine Frau, die vergewaltigt wurde, die hat das gesagt, und diese Person, der das zu mir gemacht hat, ist heute hier, und also der Täter kommt raus
und hat um Vergebung also gebetet. Und dann am Ende haben sie sich so irgendwie umarmt. Und ja, dann haben die gefragt, hast du ihn wirklich also vergeben? Also ist das jetzt vorbei? Und dann hat sie jetzt gesagt, okay, ja, ist alles wieder gut. Also das war eine Zusammenfassung. Dankeschön. Aber ich wollte noch mal dazu sagen, dass lange bevor dieses Projekt war das auch in Sierra Leone so ein, also so eine Tradition, dass Menschen so nachts, abends, also die machen so ein Feuer und dann die sitzen rum und erzählen, also Kinder spielen, also sie reden über ihren Alltag, ihre Gemeinde. Also dieses Projekt hat das, also dieses Tradition sozusagen genommen und das haben die so für diese Vergangenheitsaufarbeitung genutzt, was sehr gut funktioniert hat. Es gibt aber danach so einen Bericht, was gesagt hat, also auf einer also Gemeindeebene, gesellschaftlicher Ebene war das sehr gut, ja. Aber auf einer individueller Ebene werden dadurch manche Menschen in dieser Gemeinde nochmal so traumatisiert. Also das war eine Kritik von dieser dieses Projekt. Tijan, wie ist es dir ja. lieber? Es gibt gerade einige Menschen, die Nachfragen haben. Möchtest du die jetzt beantworten oder möchtest du erst deinen Vortrag fertig machen und dann im Anschluss nochmal zu den Fragen kommen? Ja, ich mache jetzt fertig und dann, ja, komme okay, ich also noch ich würde mal. Eine Rednerinnenliste führen, dann können wir nachher die abarbeiten. Okay, alles klar. Super. Genau, also ich wollte nicht dieser Vortrag beenden, ohne über also die neue Griechen reden, weil die spielen auch heute in der Gesellschaft eine sehr, sehr wichtige Rolle. Also die Gesundheitssektor in Sierra Leone ist sehr, sehr schlecht, aber also Mental Health, also mentale, wie sagt man das? Also Mental Health ist noch schlimmer. Also wir haben bis jetzt nur eine, zum Beispiel Mental Health Doktor in Sierra Leone. Und diese neue Kirchen, die spielen wirklich eine sehr, sehr wichtige Rolle. Viele Menschen, die Probleme haben, Konflikte haben in der Ehe mit Nachbarinnen, also überhaupt also existenzielle Probleme, glauben sehr an diese Kirchen, dass die zu den Pastorinnen gehen und ihre Probleme erzählen und die bitten für die. Und die glauben wirklich, dass dadurch wird so viele Sachen einfacher und besser. Und es gibt auch so, wie man auf dieses Bild auf diesem Bild sieht, es gibt so Veranstaltungen, manchmal im Stadion, wo also Tausende und Tausende von Menschen kommen mit unterschiedlichen Problemen, also von irgendwelchen Krankheiten bis zu, also alles, was gibt, ja. Und in dieser Veranstaltung werden also die Pastorinnen, also die bitten, dass diese Leute ihre Probleme irgendwie überwinden können, zum Beispiel hier ist so eine Werbung für solche Veranstaltungen, Overcoming Setbacks, also Schwierigkeiten überwinden, heißt das. Hier, let my gates be open, also meine Tore werden offen, so irgendwie. Und Leute glauben wirklich daran und also gehen auch dazu. Und das ist auch nicht nur, ich würde sagen, das ist nicht nur eine Religion, klar, es ist kirchlich, aber es gibt auch Muslimen, also die da hingehen oder Leute, die in irgendwelche traditionelle Religion glauben, ja. Und also das ist mehr als eine Religion. Eine dunkle Seite von dieser Kirche, also obwohl sie eine sehr, sehr wichtige Rolle in dieser traumatisierten Gesellschaft spielen, ist das eine Kritik. Viele Leute sagen, dass die Leute werden ausgebeutet, also die geben, weil die so daran glauben, die geben ihr letztes Geld also aus und also die Pastorinnen werden reich und reich während die Kongregation, also die Leute, die in der Kirche kommen, also sehr arm sind. Also das ist eine Kritik.
Aber auf einer anderen Seite spielen die eine sehr, sehr wichtige Rolle. Ja? Das wollte ich noch mal so betonen. Also, wenn ich alles hier zusammenfassen werde, würde ich sagen, also Vergangenheit, also aufarbeiten sollten schrittweise sein, kontinuierlich und gemeindeorientiert sein. Also die Gemeinde muss auch da eine Rolle spielen. Also ich würde sagen, dass ein Land wie Sierra Leone ist immer noch sehr, sehr traumatisiert. Und viele junge Menschen, also Jugendlichen, nehmen alle Arten von Drogen. Also das ist wirklich schwierig. Also wenn ich da bin, merke ich auch, wie viele Kneipen heute zu sagen gibt. Also als ich noch in Sierra Leone war und klein, also sieht man kaum, zum Beispiel in meiner Umgebung, so eine Kneipe. Aber jetzt überall gibt es so Kneipen. Also ich wollte sagen, dass diese Gesellschaft ist sehr, sehr alkoholisiert geworden. Und viele Leute gehen also raus, trinken und die sagen, also wir sagen Sweet Sierra Leone, wir wissen, wie man das Leben genießen kann. Aber ich denke, das hat eine Ursache. Also ich glaube, das kommt so von dieser ganzen Schwierigkeiten und mit Trauma irgendwie umzugehen. Als zweite würde ich sagen, dass Versklavung und Kolonialismus haben weitreichende Auswirkungen, die in ein Land wie Sierra Leone, das immer noch ausgebeutet wird, ja, muss man auch betonen, weiterhin also beeinträchtigen. In der Friedensarbeit sollte über diese Ungleichheit und ungleichen Machtstrukturen nachgedacht werden, die sich auch heute noch manifestieren. Als letzte, also anschließend, möchte ich das Adinka, also Adinka ist eine Sprache in Ghana, also Sprichwort oder Philosophie, das Sankofa heißt, also hervorheben. Also ist dieser Vogel, der so hinten guckt, ja, und das heißt, also geh zurück und hol es dir. Das heißt, es ist notwendig, in die Vergangenheit zu blicken, sich mit Geschichte also auseinanderzusetzen, um die Gegenwart zu verstehen und die Zukunft gestalten zu können. Also an der Stelle wollte ich jetzt Stopp machen. Also ich habe viel geredet und ja, also falls jetzt irgendwelche Fragen und Kommentare oder aber auch Ergänzungen von anderen Kontexten gibt, gerne. Vielen Dank. Tijan, vielen, vielen Dank für den Vortrag. Und es gibt auch tatsächlich schon Fragen. Und ich würde es einfach die Menschen nach und nach aufrufen. Und sie können oder ihr könnt dann einfach das Mikrofon anschalten. Ich habe das für Sie und euch schon freigeschalten. Zuerst war jetzt Pia Frohwein. Und das Freischalten geht über das Mikrofonsymbol direkt unter dem Video. Okay, da scheint es gerade technische Probleme zu geben. Dann würde ich jetzt einfach mal zur nächsten Person kommen und die Frage, wenn die dann, wenn das Problem weiter besteht, dann würde ich sie einfach dann stellen, weil sie auch hier im Chat schon steht. Katharina Koller. Hallo, Tijan, Adidu. Hallo. Hi. Genau. Ich habe mehrere Fragen, eigentlich zu Fumble Talk, aber Tijan ist gerade schon auf den Report eingegangen und Mental Health. Ich habe eine andere Frage, und zwar im TRC wird beschrieben, dort wurden Chiefdoms befragt und auch Districts befragt, was sie für Memorials gerne hätten in ihren Communities. Und dann wird zitiert, sie hätten gerne Town Halls und Marketplaces im TRC. Und meine Frage ist im Endeffekt, geht es da wirklich um Memorials oder geht es da eher um Restorative Justice in Bezug auf
Reparation und Livelihoods verbessern? Oder ist es wirklich die Memorials, wie wir Memorials verstehen und Salonleute Memorials verstehen? Vielen Dank, Katharina. Herzlich willkommen. Katharina arbeitet in Sierra Leone und ich glaube, du bist wieder hier wegen Corona. Unfortunately. Ja, also ja, es gab diese, was ich jetzt nenne, so schnelle Town Hall Meetings, aber ich wollte sagen, dass alles nur so, also Formalität waren, ja. Also es war wirklich nicht so, also ein paar Leute wurden eingeladen, wir haben die gefragt, aber letztendlich, also sieht man das, dass diese Art von Truth Commission war genauso, also sehr ähnlich wie was in Südafrika, wo die Realität anders war, ja. Also in Südafrika gab es diese Transition von Apartheid, aber in Sierra Leone war es kein Transition. Ja, hatten die so diese Town Hall Meetings gehabt, aber das für mich war nur so, also Formalitäten. Also letztendlich, wie das gemacht wurde, war so alles, also viele Sierra Leonerinnen haben sich nicht so da einbezogen. Also die haben sich nicht angesprochen gefühlt. Also es war auch irgendwie sehr schwierig. Also viele haben das nicht verstanden. Also wie ich auch schon mal im Vortrag gesagt habe, es war auch alles zu schnell und zu früh. Also die Leute haben andere Probleme, also immer noch. Klar, diese Probleme sind da, aber in der Zeit war wirklich sehr, sehr schwierig. Und ich wollte sagen, das war ein sehr, sehr internationale, also importierte Initiative. Was viele Leute haben sich nicht so einbezogen gefühlt. So. Also das war auch der Kritik von vielen, von der zivilen Gesellschaft. Also. Ja. Danke dir. Genau, und ich würde dann einfach die Menschen bitten, ihr Mikrofon wieder zu deaktivieren, damit wir möglichst wenig Nebengeräusche hatten. Genau, ich würde jetzt einfach die Frage von Pierre Frohwein einfach so stellen, weil das anscheinend nicht funktioniert mit dem Mikrofon. Sie fragt, können Sie bitte näher beschreiben, was Sie mit den lokalen Justizmechanismen meinen und inwieweit dort Gender eine Rolle spielte? Also das war ja schon eine Frage, die schon früher im Vortrag aufgetaucht war, genau. Genau, also so wurde dieser Projekt, also Pambu Talk, beschrieben, dass die Leute, also diese Art von Justiz, wo Leute zum Beispiel in der Special Courts for Sierra Leone, wo Leute verhaftet wurden, also ist sehr wichtig, aber auch noch wichtiger ist, dass die Leute selbst das entscheiden konnten, wie die das haben wollten. Also so wurde das im Projekt, also geschrieben von Pambu Talk, dass eine Art von Justiz sollte nicht nur Menschen verhaften, aber auch einen Raum zu schaffen, wo die Betroffenen ja über diese Dinge also austauschen können, wo die auch ihre eigene Initiativen entwickeln können, wo die auch die Entscheidung treffen können, wie die das wirklich haben wollen. Also das ist damit so gemeint. Und das war genau so, was dieses Projekt von Pambu Talk geht, wie wir auch im Film gesehen haben. Oh. Und Gender, genau. Ja, also wie man auch in also kurzes Video sieht, also waren Frauen dabei, also aber ich wollte noch mal so betonen, dass in Sierra Leone es ist wirklich sehr, sehr problematisch. Also wir sind, wie ich schon gesagt habe, weit, weit hinten, wenn man von also Gender-Teilhabe Partizipation redet, und so das betrifft also alle Bereichen also im Land, auch diese ganze
Vergangenheit, also Aufarbeitungsinitiativen. Also vielleicht Katharina, also ich, du arbeitest auch in so einem Projekt mit Frauenrecht und so weiter, oder? Vielleicht kannst du ein paar Worte dazu sagen? Also wenn du magst. Ich mache immer gerne Werbung für Advocate. genau, wobei wir jetzt nicht direkt in dem, was wir als, ich glaube, wir haben in unserem westlichen Society ein ziemliches klares Bild, wie wir Dealing with the Past nehmen oder Vergangenheitsaufarbeitung nennen. Mhm. Wir arbeiten mit Frauen und Mädchen im Kontakt mit dem Gesetz und orientieren uns da am TRC vor allen Dingen als to Access to Justice, mhm. Um Frauen und Mädchen Zugang zu Justiz zu schaffen und sie zu ermächtigen, ein Teil dieser Gesellschaft zu sein, indem sie denselben Rechte haben, auch vor dem Gesetz. Das ist total schwierig auf Deutsch. Und ich glaube, dass es da vor allen Dingen auch in diesem Prozess darum geht, Räume zu schaffen. Also Räume zu schaffen, nicht nur um über die Vergangenheit zu sprechen, sondern Räume zu schaffen, auch indem ich mich als Frau zum Beispiel mit einer anderen Frau über FGM, über Menstrual Hygiene, über sexualisierte Gewalt austauschen kann und dadurch eine Sprachfähigkeit erlange. Und in den Prozessen weiß ich aber auch, dass viele Frauen dort auch aktiv waren. Also wenn man Waves nimmt, Hannah von Waves West Women Exploitation in Society, Against Exploitation in Society nimmt, sie waren da schon sehr aktiv als Frauengruppen, aber das genau, haben sich da zusammengeschlossen. Mhm. Danke. Dankeschön. Jetzt kommt hier gerade mal ein Kommentar dazu, zu dem gleichen. Wie wurde es denn aufgenommen von der ganzen Community, dass eine Frau eine Vergewaltigung öffentlich ausgesprochen hat? Meist ist sexualisierte Gewalt doch Scham und Schuld besetzt für die Betroffenen. Genau. Ja, also das ist auch initial ein Problem. Also die Frauen, die vergewaltigt wurden, wurden auch so irgendwie, also das ist auch so ein Scham. Also viele haben Angst auch darüber zu reden überhaupt, auch ihre Eltern zum Beispiel zu erzählen. Also das ist wirklich ein Problem bei der Gesellschaft. Sieht das, also die Frauen werden noch also dadurch stigmatisiert. Es ist wirklich ein Problem, dass viele, wir werden nicht so in der offen oder in der Öffentlichkeit darüber reden. Okay, dazu hat auch gerade Elise noch eine Frage. Sie ist auf der Rednerinnenliste die nächste. Elise, kannst du deine Frage stellen? Okay, sie tippt gerade. Dann würden wir einfach zur nächsten Frage kommen und dann auch mal drauf zurückkommen. Ah, da gibt es anscheinend gerade Probleme mit der Technik. Das heißt, ich würde vorschlagen, du schreibst sie, Elise, wir stellen sie gleich noch und wir gehen zwischendurch zur nächsten Frage. Anador Smith. Ich hoffe, ich spreche ihren Namen richtig aus. Sie können Ihr Mikrofon unter dem Video freischalten. Hört ihr mich? Ja. Auch gut. Ja. Super, ja. Ich bin auch BSV-Mitglied. Ja, es wurden ja schon ein paar Projekte angesprochen in Sierra Leone. Und es gibt ja diesen deutschen zivilen Friedensdienst, der auch Projekte in Sierra Leone zurzeit laufen hat. Ich glaube, Alia Mott und Brot für die Welt sind dort vertreten. In deiner Einschätzung, zu welchem Ausmaß können deutsche oder europäische Friedensfachkräfte wirklich zur Konfliktbearbeitung und Versöhnung beitragen? Oder könnte da auch die Gefahr bestehen, dass das eher als eine neue Form des Kolonialismus gewertet wird?
Ja, das ist immer die Kritik, ne? Aber ich finde zum Beispiel dieser zivile Friedensdienstprojekt also sehr gut, weil die Leute gehen dort zu arbeiten und die sind also in einer Organisation, wo die auch also lokale also Chefs haben, also das heißt also die entscheiden nicht alles selbst, also klar kommen die auch, das darf aus einer anderen Perspektive was beitragen, aber ich denke, das finde ich ganz schön gut, wie als andere Art von internationale Zusammenentwicklungsarbeit, weil die Leute also sind in einer Organisation und die arbeiten mit Lokalen, die haben einen lokalen Chef. Ich gehe davon aus, ich glaube, das ist auch die Realität von einigen, die ich kenne, dass die so viele Sachen auch mit lokalen Leuten diskutieren und also die kommen auch mit ihrer eigenen Perspektive. Also das finde ich ganz schön, also super, wie zum Beispiel, was also Katharina jetzt macht. Also es gibt viele andere, die das auch in Zern machen. Also das finde ich sehr gut. Also es schafft so einen Raum für Austausch. Also aus dieser internationalen Perspektive, also Deutschland jetzt zum Beispiel, aber auch mit anderen Lokalen, die Situation besser auskennen. Also die die Sprache besser sprachen können, aber die auch Unterstützung, also Kooperationen brauchen. Also das finde ich ganz schön gut, wenn ich das jetzt so sagen kann, darf. Genau. Ja, danke schön. Bitte schön. Okay, jetzt hat sich bei Elise die Frage, die Technik geklärt. Genau. Hallo, versteht ihr mich? Hallo. Du musst ein bisschen lauter sprechen. Ja, ich habe ein sehr leises Mikrofon, aber ich versuche es. Hört ihr mich jetzt? Ja, ganz gut jetzt. Sehr gut. Ja. Gut, ja, meine Reaktion oder Frage war eigentlich eine spontane Reaktion auf das Video, das ihr gezeigt habt. Eine wirklich sehr beeindruckende Szene, finde ich. Und gleichzeitig hat sie mich enorm befremdet, so ganz spontan, weil diese Frau erzählt da von einem ganz, ganz furchtbaren, erschütternden Ereignis in ihrem Leben und holt dann diesen Mann oder dieser Mann wird in die Mitte geholt und er bittet um Verzeihung und dann ist alles vergeben oder sie verzeiht ihm dann sehr, sehr schnell und es kommt sogar zu einer körperlichen Berührung zwischen den beiden und es wird sogar gelacht und so ein bisschen sogar getanzt und ich habe mir nur gedacht, das ging ja nicht um einen dummen Jungenstreich, sondern um eines der schlimmsten Verbrechen, die es gibt. Und für mich war das ganz spontan irgendwie, das ging alles so zu schnell und zu oberflächlich und das war einfach nur, ob du dazu irgendwie was sagen kannst. Also kannst du das einordnen? Ist das eine, gucke ich da aus einer westlichen Perspektive raus, aus einem kulturellen Blickwinkel? Ja, vielleicht hast du dazu was zu sagen. Ja. Also ich glaube, die haben schon viel miteinander gearbeitet, als was man in dem Film sieht. Also man muss auch wissen, dass das ein Film ist. Also alles sieht so dramatisch aus, aber die hatten schon, also ich glaube, ich gehe davon aus, also viele also Auseinandersetzungen gehabt. Die haben miteinander viel kommuniziert und die haben so viel Meetings gehabt. Und ich glaube, das war an dem Tag, wo die alle zusammenkommen und dann so darüber also reden. Also es ist viel mehr, das ist auch jetzt nur ein Film und das Film ist auch lang, also das ist nur ein sehr kurzer Teil. Wenn ich das beurteilen kann, also das ist auf jeden Fall anders wie hier, also viele Sachen kann man, sollte man auch nicht verstehen, weil also die Gesellschaften sind anders. Auf jeden Fall, also wenn das hier so ist, also wo die Kontext so anders ist, ja, würde ich auch das so sehen, ja. Aber in Sierra Leone ist es wirklich anders, vor allem in kleineren Dörfern, also es ist anders,
weil die Leute glauben wirklich daran, dass die eine Familie sind. Dass wenn die über Sachen so zusammenreden können, also dann schaffen die irgendwie Vergebung, ja. Und ich glaube, für die Gemeinde, also als eine Gesellschaft, dass die Leute zusammen nochmal lesen, also leben können, war das wirklich nicht nur symbolisch, aber auch sehr, sehr wichtig. Aber wie ich schon erwähnt habe, also gesagt habe, es gibt diese Studie und ich glaube auch daran, dass für viele Menschen, die nochmal diese schwierige Geschichte also erzählen mussten, ist das auch so eine Art von Retraumatisierung. Aber das ist vielleicht auch also Teil des Prozesses. Also das sollte irgendwie stattfinden, dass die Leute überhaupt diese Möglichkeit haben. Für allem, also kriege ich schon lange hier, über diese Sachen wirklich zu reden. Vielen Dank. Dankeschön. Momentan haben wir jetzt gerade noch zwei Menschen auf der Rednerinnenliste. Ich glaube, wir hätten noch für eine Frage im Anschluss Zeit. Also wenn es gerade noch welche sind, können Sie die gerne auch noch im Anschluss stellen. Die nächste Frage war bei Stefan Prües. Ja, hörst du mich? Ja. Ja, wunderbar. Sehr schön. Ja, erstmal freue ich mich, dass ich dich jetzt nochmal sozusagen wirklich mal kennengelernt habe. Schon mal, mal so duell und so. Sehr schön, danke, danke dafür. meine Frage geht einerseits in die, wie du jetzt die politische Lage oder die Regierung oder wie auch immer von Sierra Leone gerade einschätzt. Ob die irgendwie den Friedensprozess irgendwie so einigermaßen mitmacht. Ich meine, ein bisschen hast du davon schon gesagt, dass das nicht bei allen Punkten, die da empfohlen worden sind, dass die nicht alle umgesetzt sind, aber vielleicht zumindest so ein paar Sätzchen zumindest, ob das so einigermaßen geht oder halt wirklich ganz furchtbar ist. Und mir ist noch eingefallen, dass der Prozess in Liberia, der fing ja auch 2003 an. Gab es eigentlich da irgendwie sozusagen so einen Einfluss von dem Ende in Sierra Leone und dem Prozess, den die liberianischen Frauen ja vor allen Dingen durchgesetzt haben? Gab es da irgendwie Verbindungen oder Einfluss? Also solange ich das weiß, also in Liberia war auch TRC-Prozess, also ein Truth and Reconciliation. Aber die haben keine Gerichtshof, wie das in Sierra Leone war. Und ich glaube, da waren auch so Austausch, also zwischen zwei Ländern. Die jetzige Situation ist also sehr schwierig, würde ich sagen, sowohl auf internationale, aber auch lokaler Ebene, also diese ganze Ursachen, was auch mit also Ausbeutung von internationalen Großkonzernen, also ehemaliger Kolonialherrschaft, ja. Also es geht weiter, also Sierra Leone, wie ich schon gesagt habe, ist ein sehr reiches Land und da gibt viele Interesse, also Diamanten, also die ganze Ressourcen war da gibt. Also die Ausbeutung geht weiter und also Korruption, was auch eine Ursache im Krieg ist, also ist immer noch ein Problem. Also wir haben seit 2 Jahren eine neue Regierung, die haben als Slogan also New Direction, also neue Richtung, also New Direction haben sich genannt, aber es gibt immer noch so Ähnlichkeiten, also Sachen, die schon früher passiert haben, also die immer noch so stattfinden, also diese Ding von, also wie sagt man das, also diese regionale Divide, wenn ich das so sagen kann. Aber was gut ist, also jetzt, also
ist viel besser mit also Korruption Bekämpfung geworden. Also jetzt gibt es eine sehr junge Anti-Corruption Commissioner, der wirklich also viel Leute, also erst einmal die ehemalige Regierung, also irgendwie verurteilt. Also viele Leute, die also Geld, also Ressourcen vom Staat gestohlen haben, haben irgendwie zurückgezahlt. Ich glaube, die Anti-Corruption-Kommission innerhalb von 2 Jahren haben die so circa 2 Millionen Euro zurückgeholt, so von Leuten, die da früher gestohlen haben. Und es gab auch so eine, also Commissions of Inquiry, die, also die sind jetzt gerade fertig, die haben einen Bericht an die Regierung gegeben, also untersucht, was die letzte Regierung gemacht haben. Und da gibt auch so viele Geschichten von Korruption, also Millionen und Millionen von Geld. Also ich kann das erste Mal so nicht vielleicht sagen, aber sehr schwierig. Aber viele Leute sind noch so, die haben so Zweifel. Also viele glauben nicht in die Regierung, weil es passiert schon Sachen, die also ähnlich wie früher sind. Also es ist wirklich schwierig, also wie ich schon gesagt habe, also Arbeitslosigkeit von jungen Menschen ist noch so stark verbreitet. Also man sieht auch, wie viele jüngere Sierra Leonerinnen versuchen, das Land überhaupt zu verlassen. Also viele werden zum Beispiel in also Libyen gestrandet. Die wurden von International Organization for Migration zurück nach Sierra Leone gebracht. Und diese jüngeren Menschen sind auch noch durch diese ganze Gewalt, diese ganze Erfahrung wieder sehr traumatisiert. Und das ist wirklich eine Herausforderung. Also es gibt noch viel zu machen, wenn ich das so sagen kann. Es gibt noch viel. Ja, dann danke ich sehr. Bitteschön. Danke. Und genau, die letzte Frage kommt von Helga Merkelbach mit der Bitte, um das vorzulesen. Ich mache das einfach. Danke für den eindrucksvollen Vortrag. Aus Ruanda weiß ich von dem Problem, dass es in solcher Art TRC und Parallelgericht es auch zu Denunziationen kommt, also falschen Beschuldigungen, um Konkurrenten auszuschalten oder ähnliches. War das in Sierra Leone auch ein Problem? Also ich wollte erst einmal sagen, dass die Situation in Ruanda ist ganz anders in Sierra Leone. Also in Sierra Leone dieser Krieg, also es geht nicht um sogenannte Tribes, die gegeneinander kämpfen. Also es ist total anders. Aber ja, auf einer anderen Seite, das war wirklich sehr problematisch, meiner Meinung nach. Diese zwei Prozesse also gleichzeitig zu haben. Es gab schon viele Leute, also die viele Gewalt, also viele Täter, die einfach Angst hatten, in die TRC zu gehen, um da ihre Geschichte zu erzählen, weil die Angst hatten, dass wenn die das machen, also werden die später von der Special Court, also besonderem Gerichtshof, verurteilt. Also das hat auf jeden Fall dieses Prozess irgendwie eingeschränkt, also wenn ich das so sagen kann. Ja, und es war auch eine Verwirrung für viele Sierra Leonerinnen. Also die haben wirklich nicht verstanden. Aber auf einer anderen Ebene war das auch gut. Ich erinnere mich noch, als ich in Freetown war, an dem Tag, also der ehemalige Präsident von Liberia, Charles Taylor, festgenommen wurde, als er nach Freetown also gebracht wurde. Also es war so was von, also, Jubilation. Also, viele Leute waren so happy, waren so glücklich, endlich mal, und die wollen wirklich das sehen, dass Charles Taylor, in diesem Prozess, also, verurteilt. Also, leider, irgendwie konnte dieser Special Court nicht den Prozess in Sierra Leone haben, weil die haben gesagt, dass das noch unsicher war, und Charles Taylor wurde dann in Den Haag, gebracht, wo die Special Court auch so eine Abteilung hatte. Aber ja, es war wirklich sehr, sehr schwierig, diese beiden Prozesse gleichzeitig zu haben.
Ja, vielen Dank. Dann sind wir jetzt wirklich am Ende eines sehr interessanten, sehr eindrucksvollen Vortrags. Danke für das Gespräch, danke fürs Dabeisein heute Abend, fürs Mitdiskutieren. Ich möchte nochmal an unsere Homepage erinnern, share-peace-soziale-verteidigung.de. Es wird auch in den nächsten Wochen immer donnerstags bzw. mittwochs abends weitere Webinare geben. Und auch nochmal vielen Dank natürlich an die Stiftung Umwelt und Entwicklung, die das Webinar heute möglich gemacht hat. Vielen herzlichen Dank an dich, Tejan, dass du Danke. uns diesen Vortrag, diesen wundervollen Vortrag gegeben hast. Und wenn du möchtest, hast du natürlich jetzt auch noch den Raum für letzte Worte. Und dann wünsche ich Ihnen und euch auch einen schönen, entspannten Abend noch. Ja, ich wollte nur noch, also vielen Dank sagen. Ja, für mich war das auch sehr wichtig, über meine eigene Erfahrung also zu reden und mit anderen zu teilen. Also vielen, vielen Dank, dass ihr alle dabei wärt und ja, genau.